Die nächste Gruppe, auch die, wie gesagt, ist immer auch ein großes Thema, beschäftigt sich mit Spielen, insbesondere mit einem bestimmten Spiel, Minecraft, was immer vorne mit dabei ist bei den beliebten Spielen. Und für die, die es nicht wissen, Minecraft kann man tatsächlich relativ einfach auch verändern, das nennt man Modden. Und damit hat sich die Gruppe beschäftigt, ein echtes, bestehendes Spiel, Minecraft, zu verändern, zu modden. Von daher, Minerooms, großen Applaus für Minerooms. Habt ihr ein Mikro? Nein. Okay. Damio. Ja, wie schon gesagt, wir sind Team Minerooms. Wir sind Daniel. Das ist Daniel. Moritz, das ist Moritz und ich bin Jeremy. Problem, Fragestellung und warum haben wir das gemacht? Wir haben halt Spaß am Spiel Minecraft. Und weil bald Halloween ist, haben wir uns vorgenommen, Minecraft Backrooms zu machen. Was sind die Backrooms? Das erklärt einmal Moritz. Die Backrooms sind eine Art unendliches Labyrinth, wo Monster drin sind. Und es gibt nur einen einzigen Ausgang. Und den kann man auch nur einzeln betreten. Das Endprodukt sollte ein Labyrinth, was sich immer mehr vergrößert werden. Und die Monster sollten beliebig viel an zufälligen Orten spawnen. Und wir haben auch selbst Texturenpakete erstellt. Die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, waren Minecraft. Die unterstützten Versionen waren 1.19.2 und 1.20.2. Wir haben im Multiplayer-Modus einen Server gemacht, auf den wir auch bald online stellen werden. Wir haben TextureMC als Texturenersteller benutzt. TextureMC ist ein Texturenersteller, wie schon erwähnt. Und jetzt kommt die Live-Demo von Daniel. Hier sieht man einmal die Backrooms von innen. Da laufen Monster rum, wie man sie schon hört. Da hinten sieht man noch eins. Und wir haben auch noch ein paar andere Monster gemacht. Die wird Daniel gleich zeigen, wenn er einmal das andere Monster richtig gezeigt hat. Wir haben einmal einen Zombie umgeändert zu einem Monster aus den Backrooms. Ein Rohrmonster, glaube ich, hieß das. Und dann haben wir noch einen Wüstenzombie auch umgeändert, auch zu diesem Monster. Ja, und sonst haben wir noch ein bisschen was anderes mit Texturen gemacht. Aber das ist jetzt nicht so spannend, das haben wir einfach nur zum Spaß ein bisschen was machen. Wie wäre es, wenn unser Kollege jetzt einmal Daniel das Texturenpaket ausschaltet? Und so würde es halt jetzt ohne Texturenpaket aussehen. Sieht man, wir haben schon einiges gemacht. Ich würde sagen, wir sind jetzt fertig oder will einer von euch noch was sagen? Nee. Willst du noch was sagen, Daniel? Bevor wir das gebaut haben, wollten wir mit solchen Blöcken ein selbstgenerierendes Labyrinth bauen und wir haben so vier verschiedene Blöcke entwickelt. Das rechts unten ist das T, das oben ist das X, das I und da ist nochmal das umgedrehte L. Und damit wollten wir am Anfang eigentlich ein selbstgenerierendes Labyrinth generieren lassen, das
das immer einen Ausweg hat, aber trotzdem unendlich ist. Aber dann haben wir herausgefunden, dass das zu viel Zeit gedauert hat und dann sind wir auf die andere Weise gestiegen. Ja, das war dann unsere Präsentation zu Mindrooms.